herzlich willkommen an Bord der Hanse. Dass ich am Verzweifeln bin. Mit einer halben Stunde das erste Mal auf dem Wasser. Daher kommt aus der Spruch, die Kirche im Dorf lassen. Ist nicht so weit. Ja. Das erste Mal auf dem Wasser dieses Jahr unter Segeln. Also, bisschen wenig Wind. Wir können den zweiten Tag wieder am Boot sein und sind extrem froh darüber, nachdem wir durch das Corona ein bisschen ausgebremst waren. Wir können uns irgendwie nicht aufraffen, was am Boot zu machen, ne? Na, wir machen doch was am Boot. Wir sind gerade angekommen und müssen jetzt erstmal Tee trinken. Und gerade haben wir beschlossen, vor lauter Segelentzug, wir stellen uns einfach vor, wir sind auf Travemünde. Schon am Liegeplatz. So. Hallo, herzlich willkommen an Bord der Hanse. Die 17 mit Kartoffelsalat ist fertig. So sieht Segelentzug aus. Was soll ich denn erzählen, dass ich am Verzweifeln bin? Ja, gehört auch zum Seglerleben dazu. Das ist ja kein Seglerleben gerade. Was machst denn du da? Ich stehe in Travemünde im Hafenbecken und bade. Ja. Ich rühre jetzt Spachtel an, wenn ich mich hier nicht am Kabel vorher aufhänge. Und dann spachtel ich die Schramme nochmal über. Ich habe mir hier das Deibenschloss reingezogen, aber ich habe jetzt schon dreimal gespachtelt und damit ist ganz gut. Und dann schön glatt gezogen und mit Aceton abgewaschen. Das sieht, muss man wissen, dass es eine Schramme war, sonst sieht man es nicht mehr. Ja, bin ganz glücklich. So, und du, junge Frau? Na, ich schleife. Ich schleife die Pflicht weiter. Jetzt mit der Maschine haben wir es vorgeschliffen und jetzt schleife ich mit der Hand weiter. Wie ist es? Ach, schön ist es. Wir sind jetzt seit einer halben Stunde das erste Mal auf dem Wasser für 2020. Ja. Ein bisschen wenig Wind. Wer hätte das gedacht? Was denn noch zu tun? Elektrik fertig machen, Klo fertig einbauen, Motor auswintern, aufräumen, putzen. Ob das alles machbar ist? Ja, wir gehen nächsten Freitag ins Wasser. Also, wir sind in Travemünde. Der Mast liegt auf dem Boot. Allerdings das Boot verkehrt rum und leider bin ich jetzt alleine an Bord. Ich werde jetzt trotzdem versuchen, das Boot zu drehen. Es ist zwischendrin sehr böig. Mal gucken, wie das läuft. Mein Plan war gewesen, sobald ich aus der Box rückwärts raus bin und der Bug vom Wind gedreht wird, Vollgas zu geben, um längsseits an die Luftalben zu gehen, um mich dann mit der Leine rückwärts wieder reinzuziehen. Aber da war ich vielleicht zu früh, vielleicht zu zaghaft. Jedenfalls habe ich mit dem Bug dann den Dalben berührt. Ich hatte eine Leine mit dem Prusik an der Sorgleine festgemacht, auf ungefähr der Hälfte, mit der ich mich wieder reinziehen konnte.
Wie schnell sind wir? Jetzt 1,6 Knoten. Okay, ich komme, glaube ich, lieber in die Plich. Ne? Ist ein bisschen gefährlich hier draußen. Wir steuern gerade Pöhl an. Sind heute Morgen in Grömitz los. Das ist eine Tour, die mag ich ja nicht ganz gerne. Das sind so 20 Meilen fast. Und geht so ein bisschen ganz über die Bucht, über die Lübecker Bucht drüber. Ziemlich weit oben, wo sie sich sehr weit öffnet. Und das hat so ein bisschen was von Offshore. Jetzt fahren wir zwischen die Untiefen ein, am Offentief Wismarbucht. Von Süden kommen. Und ja, ich freue mich jetzt auf Timmendorf. Tolles Segeln. Obere 3 haben wir gerade. Schönen Halbwind und bester Sonnenschein. Wir sind auf Pöhl, versuchen gerade Urlaub zu machen. Wir wollten einen Segelurlaub machen, sind dieses Wochenende hier auf Pöhl eingeweht. Aber nützt nichts. Jetzt sind wir mit, altersgerecht mit dem E-Bike unterwegs. Haben uns jetzt mal E-Bikes ausgeliehen und fahren mal so ein bisschen über die Insel und gucken uns mal hier ein bisschen. Hier sind wir jetzt gerade in Kirchdorf. Das ist der größte Ort auf der Insel sozusagen. Hier ist auch die Verbindung aufs Festland rüber. Die Brücke ist ja hier irgendwo, oder? Hier ist auch ein echt hübscher Hafen, ne? Ja, es hat so ein bisschen was von den dänischen Gewässern, wenn man so guckt. Also flache, boddenartige Gewässer teilweise. Kirchdorf, die Kirche im Dorf. Ja. Vielleicht solltest du Fremdenführerin werden. Kirchdorf. Erläutern Sie mal Kirchdorf. Der Name Kirchdorf kommt, weil da die Kirche im Dorf ist. Wir lassen jetzt mal schön die Kirche im Dorf. Daher kommt aus der Spruch, die Kirche im Dorf lassen. Ja, gut. Juhuhu! Scheiße, ist das kalt, ist das. Regnet. Da hinten ist Marion. Und wer hat nicht auf dich gehört? Du. So, wir sind im Hafen von Timmendorf auf Pöhl. Unser letzter Abend hier, wir waren jetzt ein paar Tage eingeweht. Freuen uns darauf, dass wir morgen endlich wieder segeln können. Wir wollen morgen Richtung Kühlungsborn und mal sehen, ob wir da ankommen. Der Wind ist eher zu hoch, eher vorlig und eher zu wenig. Mal gucken. Ja, wird schon. Ist nicht so weit. Ja. Es ist ein schöner, netter, kleiner Hafen mit einem Sandstrand direkt um die Ecke und hinter uns geht gerade die Sonne runter. Man sollte im Sommer nicht allzu spät hierher kommen, weil es begehrt, die Liegeplätze sind relativ schnell weg, aber man wird gerne nochmal dazwischen gequetscht, wo man denkt, da passt nichts mehr. Es ist auch schon passiert. Gerade mit unserem kleinen recht Boot. Recht entspannt hier und es ist auch günstig und und ruhig eben. Also wir hatten ja jetzt echt viel Wind und wir lagen wirklich ruhig. Wenn ihr den zweiten, wenn ihr
Und wenn ihr das Urlaubsvideo sehen wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal und stellt am besten die Glocke ein. Dann werdet ihr auch informiert, wenn das Video online ist. Ansonsten folgt uns doch gerne auch auf Instagram und auf Facebook. Wir freuen uns über Likes und wir freuen uns auch sehr über Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.